So, und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play mit den Hunden Attila Total War. Das letzte Mal haben wir hier die ägyptischen Rebellen endlich erzeugt, indem wir hier eine hohe Unzufriedenheit hergestellt haben in der Region. Ich hätte sie allerdings lieber in Alexandria gehabt, als ja jetzt hier. Aber die können sich auch ausbreiten, wenn wir denen das befehligen. So, ich will mal schauen, wie weit die kommen. Okay. Ah, die haben ja schon eine ziemlich krasse Route, muss ich sagen. Also diese Straße, die sie hier wählen können. So, hier wird jetzt erstmal verstärkt. Ah, okay, die arabischen Separatisten stehen tatsächlich hier in der Ecke. Die kann ich bestimmt auch finden, wenn ich mich jetzt hier mal ganz kurz bewege. Ja, da sind sie. Wir könnten sie sogar angreifen. Ganz im Ernst, mache ich sogar. Wir haben ja sowieso eine ziemlich hohe Verstärkungsrate hier im Territorium der Verbündeten. Dann greifen wir sie jetzt an. Gut, dann spielen wir die Schlacht gleich mal. Haben wir jetzt ja gar nicht so hohe Chancen. Und dann rein ins Gefecht. Finde es aber krass, dass er sich zurückgezogen hat. Aber so stark sind die Einheiten nicht. Er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten Kavallerie. Und haufenweise billige Söldner. Ah, die Karte gefällt mir aber jetzt nicht so. So. Das könnte ganz spannend werden. Weil wir in der Schlacht tatsächlich mal dazu kommen, hier unsere adligen akathrysischen Plünderer einzusetzen. Die Einheiten, die sehen natürlich echt toll aus. Und die haben auch einen ganz schönen Bonus. Den Kavallerie, den werden wir jetzt mal sehen. Die müssten hier ganz hervorragenden Kampf leisten. So, wir spielen ja kaum gegen schwer gepanzerte Einheiten, deswegen lasse ich jetzt hier mal die Standardgeschosse aktiv. So. Wie schnell sind die eigentlich? Die haben ja eine relativ leichte Panzerung. Die dürften jetzt auch relativ fix unterwegs sein, ne? 100. Noch sind wir versteckt. Der Feind kommt näher. Ah, okay, ich sehe seine Kavallerie. Das ist schon mal schön. Haben auch eine höhere Reichweite als die Schleuderer, was ja auch realistisch ist. So, die erste Kavallerie geht zum Angriff über. So, die schwächen wir entsprechend an und dann lauern wir ihm mit unserer Kavallerie hier hinter den Dünen auf. So, da ist auch schon Reichweite. Die dürfte es jetzt erwischen. So, jetzt sind wir ein bisschen zurück. Ah, die sind auch gleich weg. Wunderbar. Einunddreißig Mann sind's noch. Und tschüss.
Ah, ich habe hier ein paar Einheiten gemischt, sehe ich gerade. Das hier ist ja eine Gruppe. Das sind hier die Nahkampfeinheiten. Das ist Bogenkavallerie, wir müssen aufpassen. Aufpassen, weg da, weg da. Der Feind kommt. Sehr gut, wir haben unsere Kavallerie aber genau zur rechten Zeit am rechten Ort. Oh, das sollten unsere ganz gut machen hier. 58, 70, ich glaube, die haben noch nicht einen Mann verloren. Ja. Ach, wir haben nicht einen Mann verloren bei der Attacke. Wunderbar. So, genau, mal ein bisschen ranholen hier. So, ich glaube, da sind jetzt auch ein paar gepanzerte Einheiten dabei. Wird Zeit, dass wir es mal umstellen, jetzt hier die Geschosse. Da schicken wir mal unsere Adligen da in den Kampf. Okay, das war jetzt, da haben wir jetzt selber ein paar Truppen getroffen, ne? 58, 66, das war jetzt Eigenbeschuss. Autsch. Das war's. Unser Sieg ist in greifbarer Nähe. Und tschüss. Gratis Erfahrung. Tschüss. Das wäre es dann auch mal mit den Separatisten gewesen. Aua, ich bekomme keine Verstärkung. Aber hier, perfekt. Ja, gut, dass wir diese paar Meter noch gegangen sind. Wunderbar. So. Gucken, was sich jetzt hier für eine fiese Strategie überlegt. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem erstmal in die nächste Runde. So, hier können wir an der Stelle jetzt übrigens noch ein Gebäude bauen. Dafür ist die Integrität ja hier ziemlich niedrig in der Horde. Können wir auch erstmal wieder ein bisschen dezimieren. Verstärken ja sowieso immens. Und dann bauen wir das Adligenlager. Ja.
Sollen wir aufeinander herumhacken, bis unsere Feinde sich an unserem Fleische erwärmen? Wir kommen mit Stärke, das Beste. Ne. Oder gab es wieder mal Separatisten? Waren das garamantische Separatisten gerade? Ich glaube schon. Wunderbar, die Ägypter haben es leider nicht angegriffen. Tod eines Kindes, uneheliche Geburten. Ptolemais wird langsam wieder aufgebaut. Okay, Alexandria ist jetzt hier wieder in sicheren Händen. Die wollen das wieder aufbauen. Das werde ich aber nicht zulassen. Och komm, ich will das Gefecht nicht schon wieder spielen, als die schon wieder so viele Söldner haben. Also in diesem Wüstenterrain Schlachten zu spielen macht gar keinen Spaß. Das sind drei Kavallerieeinheiten. Aber ich will den Ghassaniden eben auch eine Zeit der Stabilität ermöglichen, dass die sich aufbauen können. Das können die erst, wenn, ja, wenn die ständig den Bürgerkrieg an der Nase haben. Die müssten einfach mal aufhören, diese eine Siedlung da ständig wieder aufzubauen. Die haben drei Siedlungen in drei Provinzen, dass sie das nicht alles halten können, ist ja irgendwie klar. Naja. Der Feind wurde gesichtet. So, die sind weg. Die sind auch weg. Sehr schön. Weg, weg, weg. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Wunderbar, wunderbar. So, jetzt sind hier noch ein paar Infanterieeinheiten dabei. Passen? Und da haben wir schon eine Massenpanik. Ja, nur noch General da. Das war's. Bei den Göttern!
Der Sieg ist nur Momente entfernt. Huntress. Ja, wow, 6 Verluste. Ist auch ein schönes Verlustverhältnis. 1163 zu 6. Hatte ich auch, glaube ich, noch nie sowas. So. Verschleiß. Jetzt irgendeine Stelle, wo wir keinen Verschleiß haben? Ja, hier. Tengri leitet meine Schritte. Schwert meines. Wunderbar. Wunderbar. Gut, dann müssen wir diese Stadt hier auch erstmal nicht mehr beschützen. Ah, doch, müssen wir. Müssen wir. So, hier kann ich ja eh erstmal nichts machen. So. Hat nicht mal eine Hungersnot mehr. Da hat sich die Wirtschaft erholt. Aber wir haben ziemlich freundliche Beziehungen mit unseren Nachbarn und überhaupt mit vielen Fraktionen inzwischen. Also das muss man ja mal sagen. Und das alles nur, weil wir den hier so richtig hart aufs Maul gehauen haben. Also, ja. So, ein bisschen Unterstützung gewinnen. So, Loyalität sicherstellen. Ah, schön, der kann aufsteigen. Wunderbar. So, wie sieht es denn eigentlich mit dem Wachstum aus? 4, 14, ui. 4, 10. Aber auch schon wieder 10. Ja, ich habe lange keine Gebäude mehr gebaut, das stimmt schon. Was wollte ich denn hier errichten? Was war's denn? Also, wir haben in der Horde tatsächlich 113 Überschuss, also Nahrung brauchen wir schon mal nicht. Was wollte ich denn hier noch bauen? So, Integrität ist auch ausreichend da. Man könnte hier diese nomadische Festwiese errichten. Nomadischer Handelshafen, ich glaube, den haben wir schon. Wir haben auch schon Tuchmacher und königliche Jurtenbauerei. Einen Wagenmacher, haben wir den schon? Ja, aber auch. Das bringt noch viel Einkommen. Die königliche Jurte, aber die kostet Nahrung. Und das im großen Stil. Nun müssen wir mal ein bisschen gucken. Was haben wir hier? Das kostet auch eine Menge Nahrung. Nee, Nahrung will ich eigentlich nicht verbrauchen. Und ein Nahrungsgebäude soll es auch nicht werden. Also schon entweder ein Handels- oder ein Industriegebäude. Handels- oder Industriegebäude. Ich glaube, einen Weinhändler haben wir noch nicht, ne? Ich glaube, ein Weinhändler ist wirklich eine gute Wahl. Er schafft auch Integrität und ein gewisses Maß an Wohlstand. Dann bauen wir ein Gemeinschaftsgelände. Gepriesen sei Kuar.
Wie kann ich euch helfen? So, wie sieht's denn hier aus? Etwas knapp, was die Nahrung angeht. Oder? Ja, es wird jetzt hier ein bisschen eng mit der Nahrung. Das wird jetzt hier ein bisschen eng. Ich kann zwar noch den Wagen mit konservierten Lebensmitteln bauen. Ja, das können wir mal machen. Aber ob das jetzt so viel ändert? Okay, er hat seine Armeen alle wieder nach Norden geschickt. Hier ist bestimmt einer. Na, genau, so hat zwei. So, die dürften jetzt wieder verstärkt haben, ne? Genau, die sind eigentlich wieder vollzählig. Dann schicke ich euch wieder nach Süden. So, nächste Runde haben wir dann endlich die Technologie erforscht. Taktische Formation. Alter, hier bekommen wir nochmal 35% Bewegungsreichweite. Boah, das ist krank. Das ist wirklich krank. So, ich meine, das wäre jetzt hier eine super Option, hier mal anzugreifen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier angreife, hat er ja im Süden fast nichts mehr. Dann können wir hier frei nach Laune plündern. Boah, das wäre eigentlich mal eine Option, ne? Ja, da wird er diese schwer gepanzerten Kamelreiter. Ich hoffe, er zieht sich nicht zurück. Dann greifen wir nämlich an. So, wir sind natürlich wieder Haus unterlegen, wie man es kennt. Boah. Das sind jetzt auch keine schwachen Armeen, aber das wird schon. Es ist relativ wenig Kavallerie dabei, ne? Hier hat er vielleicht. Hier vielleicht noch eine. Zwei Einheiten, drei, vier. Generäle, fünf. Wir werden es ja eh gleich sehen, was hier steht. Ich überlege, ob ich jetzt große oder kleine Armee anmache. Ich aktiviere erstmal die kleine Armee. So. Okay. Nee, es ist nicht viel Kavallerie. Großteil der Armee besteht aus Infanterie. Das macht so vieles einfacher. So hat sich auch ein bisschen aufgeteilt. Eine ähnliche Schlacht haben wir doch schon mal gespielt. Perfekt. Ah, nee, nicht Signalgeschoss. Da wird man nicht so viel erreichen mit. So. Wunderbar. Los geht's. Unterstützung wurde gesichtet. Ja, ah, okay, sie kommt wirklich von hinten. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Vorgeschichte
hier versuchen wir ihn von beiden Seiten abzuschießen. Abhauen. So, das würde ich ganz gerne ohne Verluste lösen. Danke. Ah, hinten kommt Verstärkung. Müssen wir aufpassen. Die Kavallerie, die muss natürlich vorher erstmal noch weg. So, ich ziehe mich immer ein bisschen zurück. Ja, von hinten kommt nämlich jetzt die Kavallerie, die müssen wir zuerst ausschalten. Da wird gleich Kavallerie auftauchen. So. Ah ja, genau, die meine ich. Ah, das ist ein Kriegsherr der Wüste. Es ist ein Hinterhalt! So, hier mal zurück. Feindliche Einheiten haben. Okay, da kommt der General. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich mal ein bisschen beeilen. Ah, ich glaube, in den Wäldern sind die ja deutlich langsamer. Das ist so ein bisschen das Problem jetzt hier. Ja, es liegt an dem Wald. Es liegt an dem Wald. Der feindliche General ist gefallen. Sehr gut. So, da hinten kommt noch mehr. Das ist halt blöd, wir haben uns jetzt hier ein bisschen aufgeteilt. Ich bräuchte die aber in einer ganz anderen Ecke, die Einheiten. Nämlich hier im Rücken. Sehr schön, das sieht doch gut nach einem guten Manöver aus. In den Wäldern verschwinden die halt relativ schnell. Wir müssen aufpassen jetzt hier. So, dann kommt die nächste große Verstärkung. Aber ich denke, dass wir diese Schlacht trotzdem mit relativ geringen Verlusten gewinnen können. Deswegen habe ich jetzt hier auch extra nur eine Armee ausgewählt. Oh ja, jetzt waren sie alle. Das ist doch alles schwere Einheiten, ne? Das sind schwere Speereinheiten, die er hier hat. Sehr gut.
bisschen Munition mal sparen jetzt hier. Mit 6 Einheiten ist es ein bisschen schwierig. Hier kommen wir noch 4 dazu. Dürfte aber noch mehr Verstärkung kommen, ne? Ah, die wanken jetzt schon, die Einheiten, die da kommen. Das war witzig. Die Einheit kommt aufs Schlachtfeld und wankt schon. Merkwürdig, aber ich glaube, das war ein Fehler. Müssen wir darauf acht geben, da kommen jetzt auch gleich wieder ein paar mehr Einheiten Kavallerie. Eine Einheit hat sämtliche Munition verschossen. Das ist schlecht. So, dann kommt ihr gleich mal hier in die Hinterhand. Brauche ich euch nicht mehr. Ihr könnt mal auf die Kavallerie dort schießen. So, und die haben auch fast nichts mehr. Ah, wir treffen sogar. Wenn er sich da treffen lässt. Ah gut, das ist ein Kriegsherr der Wüste. Die haben ziemlich dicke Schilde. Aber wir haben schon 10 Mann getötet. Aufpassen. Kavallerie. Ah, hier haben wir noch Munition. Weg da. Ah, kommt echt noch viel. Also ich muss wahrscheinlich einen Teil der Truppen auch zurückziehen lassen, damit wir hier neue Munition bekommen. Die geht ja hier langsam zur Neige. Aber wir hätten es wahrscheinlich auch mit der Armee nur geschafft. Wenn wir jetzt nur auf Schockschaden spielen würden, könnten wir es wahrscheinlich auch so schaffen. Ah, da kommen jetzt die gepanzerten Kamelkrieger. Okay. Das wird noch ein bisschen Munition kosten. So, die haben auch keine Munition mehr. Die können weg. Die haben halt eine ziemlich fette Rüstung hier. Ah, ich muss auf jeden Fall ein paar Einheiten zurückziehen lassen. Ich brauche ganz frisch Munition. Aber sowas von. Die Briten in Sperrträger der Wüste sind schnell. Ich weiß nicht, von wo dann die Verstärkung kommt. Wir werden sehen. Eine unserer Einheiten kann nicht mehr schießen. Ja, lassen wir alle Einheiten fliehen. Sollen die alle fliehen und dann holen wir uns die zweite Armee. So, von wo kommt die Verstärkung? Erstmal sind hier überall unsere schönen Lager. Ah, die kommt aus derselben Ecke. Wunderbar. So.
Nein, es ist wieder wie am Anfang. Und jetzt sieht man hier, hat schon noch ein paar. Kann man jetzt sogar seinen Onaga jetzt positioniert. Den Onaga hätten wir nicht durchkommen lassen dürfen. Vielleicht können wir die Kavallerie hier zu einem Angriff provozieren. Ah, da kommt noch mehr, oder wie? Jetzt, da noch mehr Kavallerie kommt. Alter, das ist jetzt echt. Hat echt eine Menge Kavallerie. Die würde ich ja schon wieder noch erwischen. Ist doch ein bisschen mehr als gedacht. Okay, aber jetzt kriege ich ihn ein bisschen hergelockt, zumindest. So schwer die auch gepanzert sind, gegen diese. Achso, das sind gar nicht die gepanzerten Einheiten. So, versuchen wir noch ein paar Kamele hier abzufangen. Oder ganz normale Kavallerieeinheiten. Die kriegen wir auch noch. Sehr gut, die fliehen auch gleich. Wunderbar, dann dürfte jetzt gleich die nächste Einheit kommen. So, jetzt kommt er nämlich rüber auf allen Seiten. Die fliehen aber auch jeden Moment. Aber es ist aber schon eine Menge Kavallerie, also. Oh, das war jetzt hier ziemlich knapp gerade. Aber die werden vorher noch vernichtet. Aber wie viel Kavallerie das ist! Alter, das sind Unmengen an Kavallerieeinheiten. Gut. Die ist auch weg. Da kommen noch mehr. Boah, das sind echt viele Einheiten. Weg, weg, weg. Ja, die sind trotzdem hier im Moment verloren, die Einheiten. Aber wie viele Einheiten das jetzt waren? Das waren bestimmt 20 Kavallerieeinheiten in dieser Schlacht jetzt. Also, da übertreibe ich nicht. So, jetzt hat es hier draußen ganz doll geblitzt. Also hier geht jetzt nochmal ein Gewitter los. Das steht ja schon mal sowas von fest. So, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass mein General fokust. Oh ja, da fängt es aber ganz schön an zu donnern. Vielleicht hört man das im Hintergrund, vielleicht hört man es auch nicht. So, da kommt noch mehr Verstärkung. Alter, wie viele will er denn noch holen? Das sah auf alle Fälle viel weniger aus. Das ist das erste Mal, dass ich mich jetzt ein bisschen verschätzt habe, habe ich so den Eindruck. Dass ich wirklich sage, okay, es sah nach weniger, das sah nach weniger aus und es sah leichter aus, als es jetzt ist. Aber gut, wir werden das trotzdem schaffen. Wir haben noch Munition.
So. Alter, noch mehr Kavallerie. Okay, jetzt habe ich ein kleines Problem. Jetzt werde ich hier nämlich ein bisschen in die Enge getrieben. Sehr gut, die fliehen. Kann sein, dass er mich jetzt hier ein bisschen abfängt. So, das sollte es aber auch gewesen sein, ja. Das war's. Na ja, Munition reicht. Aber das war schon eine sehr knappe Schlacht, das muss man schon sagen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Und die Einheiten, die werden auch immer ganz kurz vorher erst sichtbar. Das ist hier in dieser Schlacht ziemlich schwierig. Muss ich sagen. Ah, sind auch relativ schwer gepanzert, die Einheiten hier. Ja, das war's. Und tschüss. So. Also ein bisschen frage ich mich schon, wie viel Verstärkung jetzt hier noch kommen will. Noch mehr Kavallerie. So, jetzt hatte ich noch haufenweise komische Schützen. So groß war die Garnison noch gar nicht. Das waren... Also da bin ich gleich nochmal gespannt. Vielleicht habe ich mich auch verschaut und es ist sogar eine Armee mehr als gedacht. Kann sein, dass ich mich auch mal vergucke. Und wahrscheinlich ist es jetzt nicht. So. Eine Einheit hat sämtliche Munition verschossen. Er wird auch deine Massenpanik haben. Ja, Massenpanik. Da ist sie. Gelobt seien die Götter! Unser Sieg ist in greifbarer Nähe. So, die würde ich ja schon gerne noch verfolgen, die Einheiten. Aber wir schießen ja jetzt hier noch weiter drauf. Achso, die haben alle keine Munition mehr, okay. Hinterher. Verfolgen wir und dann haben wir Schlacht gewonnen. Aber also da, das waren doch mehr Einheiten, als ich jetzt gerechnet habe. Also die Schlacht hat sich ja fast schon so groß angefühlt wie die, die wir mal gegen die Alemannen geschlagen haben. Und das war wirklich eine Mega-Schlacht. Also haben wir alles an Munition fast aufgebracht, was wir hatten. Ich bin gespannt, wie viele Einheiten das waren. Ja, das waren 5000 Mann. Also so viel, mit so vielen habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war viel. Gutes Verlustverhältnis. 277 zu 4719. Da können wir zufrieden mit sein. Was ist denn hier gerade passiert? Also ich habe mir die Ereignisse noch gar nicht durchgelesen. Da waren jetzt aber einige Ereignisse dabei, die mich doch sehr verwundert haben. Wir lesen uns mal die Ereignisse durch. Das ist ja richtig spannend. Vereint gegen uns Lugia Hunnen. Von wem wurden die gegen uns aufgehetzt? Bestimmt von den Alemannen, oder?
Nee, von den Kräutungen. Gut, die hassen uns ja nach wie vor. Mazunisch hat sich hier tatsächlich gegen die Sassaniden gestellt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das heißt, Mazunisch ist ja jetzt unabhängig. Das heißt, wir können mit denen sogar einen Friedensvertrag verhandeln. Ja. Das ist doch mal großartig. Dann machen wir das direkt. Beziehungsweise, ich will jetzt eigentlich gar keine Aktion durchführen. Die Folge ist ja schon hier weit überschritten. Alles Weitere machen wir das nächste Mal. Bei mir donnert es eh im Hintergrund. Man versteht also sowieso wahrscheinlich nicht viel. Ich weiß auch nicht, wie jetzt alles aufgenommen wird. Ist aber auch egal. Wir können erstmal sehr zufrieden damit sein. Wir haben nächstes Mal auf alle Fälle einiges diplomatisch aufzuarbeiten. Und wir haben einen großartigen Sieg hier gegen die gegen Axuma wieder bestritten. Die Lorbeeren, die ernten wir das nächste Mal. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal.